großer Andrang bei der siebten Denkzeit-Veranstaltung der SPD-Landtagsfraktion. Die Autorin und Publizistin Sineb El-Masra erörterte im Gespräch mit Bayern-SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen die Emanzipationsbestrebungen weiblicher Muslime in Deutschland. Welchen theologischen Hintergrund, welche theologische Basis gibt es eigentlich für Frauen innerhalb ihrer eigenen Religion, nämlich des Islam, sich zu emanzipieren oder Emanzipation durchsetzbar zu machen, sich frei zu entfalten, vielleicht auch mit der einen oder anderen Regel zu brechen. El-Masra machte deutlich, dass sich Musliminnen nicht nur religiösen Zwängen ausgesetzt sehen, sondern auch dem Unverständnis der Mehrheitsgesellschaft. Diese ständigen Konfrontationen, woher kommst du, gehst du zurück, warum heißt du, wie du heißt und ist der Islam nicht so und so und du als Frau mit Kopftuch, wurdest du dazu gezwungen und der Mann, den du demnächst heiratest, haben deine Eltern gesagt, dass du den heiraten musst oder und so weiter. Und ich glaube, diese ganzen Konfrontationen, die kommen auf, oder viele Muslime einprallen, das ist wiederum auf der Seite der Mehrheitsgesellschaft, die nicht muslimisch ist, das ist denen, glaube ich, teilweise nicht so bewusst. El-Masra betonte auch, dass Toleranz, Offenheit und Selbstreflexion auf Seiten der Musliminnen und Muslime unabdingbar seien für deren gesellschaftliche Akzeptanz. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite jene Muslime, die jede Kritik, jeden Punkt, der vielleicht irgendwie so eine Wunde trifft, mit sehr viel Trotz und Abwehr empfinden. Und auch da muss natürlich gefragt werden, warum ist das so schmerzhaft? Und das hat natürlich, und das kommen wir wieder auf den Punkt, der Sozialisation zu tun. Es gibt, glaube ich, viele, die viele Dinge für sich noch gar nicht richtig reflektiert haben. Es gibt unheimlich viele Muslime, die ihre eigene kulturellen Wurzeln nicht wirklich kennen, die Religion noch kennenlernen. Letztlich müssten Musliminnen und Muslime die oft selbstgewählte Opferrolle ablegen und sich selbstbewusst als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft verstehen, so El-Masra. Schließlich würden sie ja auch von dessen Freiheit und Aufnahmebereitschaft profitieren. Das muss auch eben innerhalb der Einwanderungsgesellschaft auch anerkannt werden, dass es eben nicht die Deutschen gibt, die alle irgendwie ein Problem mit Schwarzköpfen haben, sondern dass es eben unheimlich viel Hilfsbereitschaft und Offenheit gibt und dass es Menschen gibt, die sich, obwohl sie vielleicht auch durchaus skeptisch gegen Muslimen oder vielleicht auch eher dem Islam sind, dass sie sich trotzdem die Mühe machen, wissenschaftliche Bücher zu wälzen, sich in ein Thema reinzuarbeiten, wo ich manchmal denke, das wünschte ich mir in der Breite durchaus bei einigen jungen Muslimen, statt immer so in die Defensive zu gehen und immer so ein bisschen gekränkt in der Ecke zu stehen. Irgendwann muss man dann auch mal sozusagen das Krönchen richten und sagen, so, jetzt Tränchen zur Seite und jetzt selbstbewusst seines Weges gehen und das Positive sehen.